Hallo, da sind wir wieder hier auf lpg.de mit meiner Wenigkeit, dem Neox und dem Paladin Fenris. Und der Esel nennt sich immer zuerst und wir spielen Torchlight 2. Yeah, Torchlight 2, Baby. Los geht's. Abmarsch. Hallihallo, by the way. Und Skeleton. Ja, wir waren übrigens hier beim letzten Video. Was zum Teufel? Wir haben übrigens keine Ahnung mehr, was wir machen wollten ursprünglich. Deswegen so eine kleine Planlos-Episode. Ja, genau. Und das Spiel hat zwischendurch Ruckler. Egal. Auf jeden Fall musste ich feststellen, also wie gesagt, keinen Plan mehr, was wir vorhatten. Aber wir mussten auch feststellen, dass unsere Karte zurückgesetzt wurde. So, warum auch immer. Und die decken wir jetzt nicht nochmal auf. So, ganz einfach. Auch wenn es mich schmerzt. So, wie viel wir denn hier jetzt noch spawnen? Und auch nicht mit diesem dunklen Shader. Ich kann ja nochmal hier hin und her stellen. Dunkel, hell. Ich spiele jetzt mit dem hellen. Oh, loot. So, aber wir machen jetzt erstmal das nächste Hauptquest. Gehen einfach in die Richtung. Das ist zumindest der Plan. Ein waghalsiger Zug. Ja, ich weiß. Level up. Ich mag diesen komischen Jump, den du da machst. Der sieht so extrem OP aus. Der, ich hoffe auch, dass das ist. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, aber es sieht sehr interessant aus, ja. Das ist, eine sehr... Spannend wie... Oh, Facepiece. Oh, scheiße, ich hab draufgeklippt. Facepiece. Ich auch. Ist in Ordnung. Machen wir das. Machen wir das anstattdessen. Oh, ich hab Skillpoints, die ich noch verwende. Gut. Das könnte aber auch in die Hose gehen. Oh, Navigate. Also ich kann mich erinnern. Ist ein Maze. Maze ist witzig, glaube ich. So. Nee, ich hatte, glaube ich, mit einem anderen Charakter, als ich das mal gespielt habe, hatte ich den Faceportal geöffnet und das war... übelst. Also ich hatte mit bis jetzt... übelst meine ich so drei so Schleimkreaturfische, irgendwelche Tar, King Tar, irgendwas. Und die haben dann auch noch zigtausende von kleinen Viechern gespawnt und die haben mich einfach zu Tode gemürbt. Mhm. Also bis jetzt hatte ich noch keine Probleme mit den Dingern. Ich hatte mal so ein Spinnending und so. Aber bis jetzt hat es ganz gut funktioniert. Ach ja, diese genau. Faceportale und Zusatzdungeons aus dem ersten Torchlight, die waren zwar anspruchsvoll, aber gab es jetzt nicht so viel, wo man sagen konnte, okay, das ist jetzt fast unschaffbar oder da brauche ich jetzt die eine spezielle Strategie. Aber hier bei Torchlight 2, da sind mitunter wirklich fiese Dinger dabei. Ja, so, was mir gerade aufgefallen ist, ich habe nicht darauf geachtet, wann wir angefangen haben. Ich schon, ich habe die Zeit ungefähr im Blick. Ja gut, dann ist das super. Ich meine, um Viertel nach haben wir ungefähr angefangen. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Und ich behaupte auch mal, dass ich ungefähr wüsste, wo wir hinwollen. Aber das sieht schon mal nicht so ganz verkehrt aus. Das sah komplett verkehrt aus. Gut. Das war dann schon mal nächsten Satz mit X war das nämlich hier. Ich gehe mal hier lang. Ich behaupte jetzt, ich bin der, ich weiß, wo es lang geht, Typ. Bist du? Oh. Das ist eine Sackgasse. What is this? Klick mal ein bisschen blöd hier rum. Und zwar, wir beide gehen jetzt in komplett unterschiedliche Richtungen. Auch mal was anderes. Ja, werden wir feststellen, bis das gut geht oder halt eben nicht so gut geht. Bei mir geht es halt gerade nicht so gut im Sinne von, hier ist komplett Dead End. Sprich, du bist auf jeden Fall mehr in der richtigen Richtung unterwegs als ich. Ich bin auch gerade irgendwie so ein bisschen Dead Endy unterwegs. Wobei, Moment. Der Andy. Geht das hier? Nein, doch nicht. Dead Andy, genau, der tote Andy. Dead Andy. Ich kenne jemanden persönlich namens Andy, beziehungsweise eigentlich Andreas. Ist jetzt nichts gegen ihn. Und ich bin ich etwa wieder... Nein, ich bin auf einer Insel in der Mitte. Einer Insel mit zwei Bergen. Nee, die hat nur einen kleinen Hügel. Erstaunlicherweise. Kein Eisenbahnverkehr. Wir können hier ein Picknick machen. Also, schöne Aussicht. Definitiv. Also, ich hab die Insel rechts gefunden mit einem Mysterious Gem. Habe ich aufgehoben. Vielleicht sollte ich auf der Insel besser nochmal nachgucken, nicht, dass ich da jetzt irgendwas übersehen habe. Ich wette mit dir, den Mysterious Gem brauche ich an irgendeiner anderen Stelle. Behaupte ich jetzt einfach mal in meinem jugendlichen Leichtsinn. Hier ist nichts, was sich lohnen würde anzuklicken. Nicht einmal ansatzweise. Ja. Das ist... bescheiden. Nicht so schön. Nicht so schön. Ich renne hier mal weiter rum. Aber so ein Maze ist mal wenigstens interessanter als irgendwie eine Armada von einer gefühlten Zillion an Monster, die mir ans Leder wollen. Ich meine, ich finde auch die Idee recht cool hier, anstatt einfach nur so ein Busch-Maze jetzt zu machen, hier so Steine, die auftauchen. Ist auch nicht so verkehrt. Ich glaube, ich bin auf der großen Insel in der Dings. Oh.
ich bin hier oben an dann. Oh, Gegner. Aber ich bin den Gegner. Possessed One. Ja, das ich bin in der Richtung zu dir unterwegs, habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube, das ist das, was ich jetzt gerade mache. Was ich gerade versuche. Ich versuche mal, dir zur Hilfe zu eilen. Ich denke, dass... Die Possessed Ones sind gleich schon tot. Ja, aber... Gut, dann habe ich mich jetzt umentschieden, dann verreck halt. Deine Hilfe ist trotzdem dankend zur Kenntnis genommen. Und was haben wir hier? Nein, da waren nur diese Viecher und da hinten geht's, glaube ich, weiter. Yeah. Hey, diese Dinger wollen aber auch nicht so schnell sterben, die Skelette, die sind ein bisschen aggressiv unterwegs heute. Das ist nicht so cool. Aggressiv? Ja. Die sollen mich mal erleben. Oh, Skeleton. Ah. Ja, jetzt bin aggressiv, ich auf der nächsten. Die sollen mich mal erleben, wenn ich meine. Hey. Die sollen mich mal erleben, wenn ich meine erwartete Lieferung von DHL nicht bekomme. Dann zeige ich dir mal, was aggressiv ist. Okay, wieso lässt du denn das Loot liegen? Gut. Ja, das Skelett, was du kaputt gemacht hast, hat Gold fallen lassen. Das habe ich jetzt genommen. Ich habe mein Loot genommen. Ach, stimmt ja, da war ja wir was. Haben ja eigenes. Ja, wir haben unser eigenes. Ich habe vergessen, dass das Loot-System hier besser funktioniert als das von Borderlands 2. Tut mir leid. In Borderlands 2 ist ja jeder gegen jeden und alle für sich. Ja, und alle Ninja-Looter haben ihren Vorteil. Und da hinten ist ein Portal. Aber ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Es muss, wir müssen hier weiterkommen. Ja, aber... Da liegt auch ein Gem, den ich haben will, definitiv. Ja, ja, ich auch. Dann gehst du unten lang und holst den Gem und ich laufe schon mal zur Insel. Weil ich bin nämlich jetzt da. Oh, es gibt 3 Mysterious Gems. Weil es gibt 3 Mysterious Sockets. So, ich bin hier, ich habe den Gem. Ja, wenn du denselben Weg zurückgehst und die andere Abzweigung nimmst, auf der ich gerade gleich zurückgerannt komme. Oh, Skeleton. So, wenn jetzt hier... Aber das bringt ja noch nichts. Wir müssen erstmal noch den anderen Mysterious Gem finden. Ja. Oder habe ich 2 gefunden? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hier lang. Upp. Und dann hier geht's dahin. Ach, ist das verwirrend. Oh, ich habe sogar 2 gehabt. Moment, wait. Halt. Oder das Gem hatte ich doch. Ach nee, vielleicht haben. Ein gemeinsames Inventar für die Quest-Items, Entschuldigung. Dann habe ich den gerade eingesetzt. Den du gefunden hast. Well. Das habe ich vergessen. Jetzt ist die Frage nur, wo der dritte ist. Super exciting stuff! Oh. Sackgasse. Die Begeisterung. Also das hier ist mal sehr witzig, muss ich sagen. Ja, also ich muss sagen, es fängt an langsam auf den. Also es fängt langsam. Da war ich schon. Hier gab's einen Camp. Ich habe ihn schon mitgenommen. Gut. Es fängt halt an langsam von dem von interessant auf böse langweilig umzuschlagen. Willst du jetzt keine bösen Schimpfwörter benutzen? Nein, nein. Ich habe jeglichen Schimpfwörtern auf lpg.de dieser LPG komplett abgeschworen. Das ist schade. Ja, machen wir nicht mehr. Ich bin ja fast gewagt, einen Cut zu machen. Das ist ja nicht auszuhalten. Und sonst, was hier wird so keine Neues? Keine Ahnung, ich war einkaufen. Und wir laufen cool. Gerade denselben Weg lang, den wir schon lange gelaufen sind. Ja, ich weiß. Nee. Ja, nein, nein, geht's nicht. Das ist doch. Ach, das ist doch zum. Mäuse melken? Vielleicht. Jetzt glaube ich, ich habe noch nie Mäuse gemolken. Funktioniert das gut? Ja, ja, klar. Ist auch übelst nahrhaft der Kram. Und so. Muss ja. Das sieht mir gut aus, was wir hier machen. Halbwegs. Eventuell. Weil hier bin ich, glaube ich, also hier bin ich schon gewesen. Ja.
Also, hier habe ich diese komischen vier Typen erledigt. Ja. Mal gucken, ob es hier irgendwo nach oben irgendwo hingeht. Eine andere Abzweigung, die ich nicht genommen habe. Circa 8 bis 9 Minuten haben wir noch für die Aufnahme. Also wir könnten das hier noch schaffen, durchaus. Ja, super. Ich habe hohe Hoffnungen. 20 durch, Minuten ja. Stein Gedöns. Maze Dingens. Ich bin begeistert. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Was erwartest du? Wir haben jetzt heute hier am Aufnahmetag ist der Tag der Arbeit. Ja. Ich meine, seriously. So, und hier war ja auch schon. Ja, das war die Insel mit dem Hügel. Schöner Hügel. Wie gesagt, Picknick. Also ich spring Bier mit. Mal gucken. Ja, Bier fürs Picknick. Genug Bier getrunken. Und Grapefruits. Sackgasse. What? Ah, Glitch mit seinen Cheater-Jump hier. Ist es denn wahr? Ich hab gar nichts gemacht. Natürlich. Jetzt mal ohne Scheiß, ich hab nichts gemacht. Ausnahmsweise habe ich nichts gemacht. Ach, guck mal einer an. Gefunden. Gut, und wie geht's jetzt zurück? Ich habe nicht den blassesten Schimmer. Siehst du, das geht noch nicht mal damit. Du willst einmal rundherum gehen. Ja, was? Erstmal laufe ich in die Sackgasse. Erstmal ist wieder irgendwie ein komischer Leck am Start. Ja, das ist schön. Können du jetzt dann noch ja. auf dem Ding rumgestanden. Also hier, das ist der richtige Weg, so viel kann ich hier schon verraten. Also das weiß ich nicht jetzt, das behaupte ich jetzt nicht, dass das der richtige Weg ist, aber zumindest war das erste da der richtige Weg. Das ist nicht der richtige Weg. Danke Skelett für deine Meinungsäußerung dazu. Yay, Gold! So, jetzt links. Links! Ah, jetzt. Das andere links. Jetzt. Oh. Dieser Weg, er regt mich sexuell. So krass. Das ist der Wahnsinn. Das ist richtig. Voll der Wahnsinn. So, das ist die. Genau. Ja, jetzt dazwischen. Und jetzt geht's hier, genau. da. Und dann genau. irgendwie so links. Und irgendwie so links, genau. Ich ja. behaupte das. Ich weiß es nicht. Und rennst prompt in die Sackgasse. Ja, ich renn gerne in Säcke. Und. Das klingt so falsch. Ach, oh, damn it. Ey, verfickte Scheiße. So. Keine Schimpfwörter mehr. Ich hab nichts. Wer deklariert denn hier bitte, was Schimpfwort ist und was nicht? Also verfickte Scheiße würde ich jetzt schon als Kraftausdruck. Ich weiß nicht, das gehört zu meinem täglichen Sprachgebrauch. Für mich ist das ganz normal. Also dafür wäsche den Mund gleich mit Seife. Oh! Wow. Oh! Ember Speck, Lucky Coin. Ich hab nur Gold gefunden. Weed, Coins. Oh. What? Was im Namen von... Ich würde sagen, da hat sich der Zeitaufwand gelohnt. Eigentlich schon, ne? Bei dem ganzen... Und soll ich dir was sagen? Wir haben noch knapp 5 Minuten. Yay! Wahnsinn. Mein Inventar ist genau voll geworden. Jetzt muss ich erstmal mein Inventar... Ja, meins ist auch kurz davor. Also mal kurz aussortieren hier und... Oh, scheiße. Wir werden die restlichen 5 Minuten mal darauf verwenden, aufzuräumen. Hauptsache, ich darf jetzt erstmal schon mal mein Haus hier in die Stadt schicken, um um das Zeug loszuwerden, weil mein Inventar jetzt auch langsam überfüllt ist, aber... Meins ist voll. Im Sinne von, es ist voll. Das Inventar von meinem Haustier war schon voll. Ah, ja, da hast du vorher nicht, ja, gut. Ja, das war poor judgment auf meiner Seite. Ja, beziehungsweise nicht danach geguckt. Zweite Schilde. Schilde sind nach wie vor für Pussys. Natürlich. Der hat keinen Socket, kommt weg. Das Ding ist doof. Ich habe noch keinen Fernkämpfer mit Pistolen gesehen, der ein Schild benutzt. Eine gute Rüstung, durchaus. Ich bin ja kein Fernkämpfer, aber ich benutze kein Schild. Ich benutze 2 Waffen, weil. Awesome. Feminine Vitality. Mana, wir brauchen Mana. Oh. Sagt der Magier. Ich bin kein Magier. Der kein Magier ist.
Das war knapp. Ja, gerettet habe ich's. Gerettet du es hast. Ja. Strength, Dexterity, Focus, Attribute, na. Nach 20 Sekunden habe ich schon, bis du wieder da ist. Er kann schauen, ob ich schon mal ein bisschen was austausche. Rare Boots, Healthy Rawhide Boots. Bootsy, Bootsy, Boots. Bootsy, Boots, Boots. Warte mal. Bei den Schuhen muss ich aber nochmal gucken, ob ich das jetzt. Nee. Anziehen nicht. Das, kann weg. Und das kann weg. Erstmal weg. Und das auch weg. Und das behalten wir. Das sieht schön aus. Es glänzt. Ich hab Unique Boots bekommen. Wow. Ich hab eine Unique Socketable Lucky Coin. 3% Increase Gold Found. Add. Me gusta. Gusta me. Strength, Vitality, Potion Effectiveness. Ah, nehmen wir die. Das ist. Counted Boots, Rare Boots. Warum nicht? Schilde sind für Pussys, wie schon gesagt. Ja. Axt. Was will ich mit einer Axt? Verdammte Axt, du. Mann, der war. Ey, der war billig. Das war. Ich geh ja, schon mal durchs Portal. Also. Hey. Okay. I will follow thee. Prost. Was? Habe ich tatsächlich. Prost. Habe ich ja. Dinge ins Mikrofon gemacht? Na, nicht Dinge. Na, ich habe alles ins Mikrofon gemacht. Alles. Das alles und noch viel mehr. Sehen Sie in der nächsten Folge von Torchlight 2, was gar nicht mal so verkehrt ist an sich. Denn unsere Aufnahmezeit ist zu Ende. Ja. Boah, sind wir gut. King of Überleitung. Awesome Überleitung. So. Bam, Junge. Und da ist er auch schon. Also, ja gut, wir sehen uns wieder, nachdem Fenris seinen Scheiß sortiert hat. Das hast du aber schön formuliert. In der nächsten Folge von Torchlight 2, dem neuen Labyrinth-Indie-Puzzler. Und hier, Greenlight und so. Haut da rein. Ciao. Fenris sagt tschö. Genau. Ich sage tschö. Ciao.